Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier mal zu einem etwas anderen Video. Jetzt am 20. Juni wird über das Zensurgesetz entschieden. Doch was ist natürlich erstmal das Zensurgesetz? Zensur bedeutet zunächst einmal erstmal Kontrolle. Das heißt, etwas soll kontrolliert werden, nämlich so gesehen unsere Meinung. Doch ich möchte erstmal chronologisch anfangen, denn am 1. Januar diesen Jahres, damit ihr wisst, ich habe mir hier nur ein paar Notizen gemacht, damit ich ein bisschen auf das Thema eingehen kann. Am Anfang dieses Jahres, um genau zu sein, am 1. Januar, seitdem gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das bedeutet, Netzwerke müssen ihre Hasskommentare innerhalb von 24 Stunden löschen. Ansonsten ist eine Geldsumme, eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro fällig. Natürlich muss man dabei auch differenzieren, wie das Ausmaß dieses Kommentars ist. Dann in diesem Monat gab es einen Vorfall, nämlich mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Sie hat einen Kommentar verfasst über muslimische Männer. Und an sich ist es nichts Schlimmes. Man weiß jedoch natürlich, in welcher Richtung eben die AfD steht. Und daraufhin wurde dann halt eben ihr Account gesperrt. Sie konnte nicht mehr auf ihr Twitter-Account zugreifen. Und die Äußerung darüber, warum ihr Account eben dann gesperrt wurde, heißt, sie hat gegen Regeln über Hassinhalte verstoßen. An sich richtig. Aber wozu haben wir bitte unsere sozialen Netzwerke, um uns eben über gewisse Themen auszutauschen? Der Befürworter halt eben dieser Garantie der Meinungsfreiheit ist halt Heiko Maas von der SPD. Denn, ich zitiere, mit diesem Gesetz beenden wir das digitale Faustrecht im Netz. Aber ich finde es nicht richtig, aus meiner Perspektive, wenn man nur auf diese Kontrolle aus ist und sich nicht mehr zu Themen wie das Asylantengesetz oder insgesamt Ausländer, dass man sich nicht mehr dazu äußern darf. Auch Stichwörter natürlich, erwähnt man nur einmal Krieg in den Kommentaren, kommt es sofort in einen Filter und dann kann der Kommentar auch gelöscht werden. Gerade hier auf YouTube weiß man natürlich, dass sehr, sehr viele auch mal sehr gerne den Bogen überspannen. Von Community zu Community ist es ein bisschen anders. Bei gewissen Leuten, YouTubern, die ich ja auch so schaue, ist es eher als witzig gedacht. Und man weiß es auch innerhalb der Community, dass man sich auch nur kommentarmäßig manchmal sehr, sehr gern fertig macht. Jedoch, und das weiß man auch, gibt es eben die Server, die diese potenziellen Gefahren überprüfen. Ob es in Kommentare oder halt sogar Mails sind. Mails dürfen zwar natürlich nicht gelesen werden, ist natürlich eine Privatsphäre, aber Mails kommen halt eben in einen Server so gesehen, wo halt eben dann überprüft wird, geht davon irgendwie eine Gefahr aus, so von wegen Bombendrohung oder soll irgendwer hergeschmuggelt werden. Natürlich weiß man sowas nicht. Man weiß nicht, was wird jetzt als Spaß angesehen und fast nicht. Doch wenn man sich natürlich das alles jetzt hier so zusammenfasst, ist es ein Verstoß auf Artikel 5, nämlich dass wir eben ein Recht auf unsere freie Meinung und Pressefreiheit haben. Und das ist ja eben ein Widerspruch. Dadurch haben wir kein Recht mehr darauf, wenn eben dieses Gesetz jetzt kommt. Wir sollten uns doch zu gewissen Themen einfach äußern. Wir sollten doch unsere Meinung sagen dürfen. Und nicht, dass wir einen Maulkorb verpasst bekommen und ja, und dann einfach nichts mehr sagen dürfen und uns nur noch vorgeschrieben wird, wir dürfen nur noch A und B sagen, aber kein C oder D. Immerhin, wir leben in einer Demokratie. Und nicht umsonst heißt es in der Demokratie, wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Pressefreiheit und insgesamt, wir sind freie Menschen. Wir leben nicht mehr, zum Glück, in einer Diktatur oder auch in der früheren DDR. Das muss man sich mal vor Augen halten. Früher
war es noch ganz, ganz anders, wenn man sich die Geschichtsbücher ansieht, was damals natürlich alles von sich ging. Und man kann froh sein, wie es sich entwickelt hat und dass wir eben freie Bürger sind und das Recht haben auf eine freie Meinung. Der Austausch über Themen im Internet ist wichtig. Und jetzt halt eben am 20. Juni ist halt eben, wird halt, so vermute ich jetzt einfach nur, wird dann eben in Belgien, in Brüssel eben darüber abgestimmt im EU-Parlament, ob nun dieses, ja, Zensurgesetz durchgesetzt wird. Ich hoffe nicht, denn die zentrale Frage, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Die zentrale Frage ist doch, geht es bei diesem Gesetz um die Bekämpfung von Hass und Hetze oder um die Kontrolle in den sozialen Medien? Und das sollte man sich mal vor Augen halten. Ich finde es wichtig, dass man natürlich in der Politik sich mit solch einem Thema beschäftigt, weil viele über die Gürtellinie gehen. Aber irgendwo ist auch eine gewisse Grenze. Und diese ist für mich an diesem Punkt erreicht, wenn man nicht mehr seine eigene Meinung sagen darf. Und gerade jetzt eben dann hier in Bezug auf YouTube, das bedeutet halt eben, dass vielleicht, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, aber ich sag mal, vielleicht 50% der Kommentare gelöscht werden, weil dann eben Schlagwörter wie Asylanten, Ausländer, Politik, Geschichte, obwohl mit Geschichte vielleicht nur eine geschriebene Geschichte gemeint ist und nicht irgendwie die Geschichte Deutschlands oder so. Und das ist das, was mich so ein bisschen dabei aufregt, dass wir nicht mehr unsere Meinung halt sagen dürfen und eben der Staat bestimmt, was wir schreiben dürfen, worüber wir uns äußern dürfen. Wie gesagt, habe mir nur ein paar Notizen gemacht, weil ich finde es wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen kommt hier extra das Video auch hier vor dem 20. Grüße gehen natürlich auch raus an Peter Smits von PeteSmiet, weil ich habe mir sein Video angesehen und dachte mir, ich sollte auch mal meine Meinung dazu sagen. Jeder Mensch sollte sich dazu eine Meinung machen und sich nicht irgendwie verkriechen. Denn das ist falsch. Deswegen, also, schreibt doch sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon denkt, was ihr davon mitgekriegt habt. Und naja, ich kann es einerseits verstehen, aber wenn es jetzt darum geht, uns eben einen Maulkorb zu verpassen und dass wir nicht mehr unsere Meinungs- und Pressefreiheit haben, dann, sorry, aber das ist für mich dann einfach ein No-Go und dann sollte das Gesetz auch nicht durchgesetzt werden. Deswegen, schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und wenn ihr Lust auf mehr solcher Videos habt, dass ich mich mit solchen Themen beschäftige, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.